Es ist der Branchen-Oscar der Hotellerie in Deutschland mit Ausstrahlung, natürlich international. Hotelier des Jahres 2017 ist ganz verdient. Christoph Hoffmann und natürlich sein großes Team Spiritus Recti hinter den 25 Hours Hotels. Eine der herausragendsten Hotelentwicklungen aus Deutschland nach Entwicklung der Grand Hotels vor 150 Jahren. Und diese Storytelling, Lifestyle, Boutique-Hotels, alle mit einer ganz unverwechselbaren Geschichte, sind jetzt ganz verdientermaßen auf der Bühne und dürfen beklatscht werden. Im Interview ad hoc sagt er, was ihn bewegt und wo es wohl weitergehen wird in der Hotellerie. Stolz, ein wenig Freude und einfach so ein Gefühl von, das, was ich die letzten 10 Jahre gemacht hat, fruchtet doch irgendwie. In Häusern. Wo wird das denn eigentlich sein in 1-2 Jahren, wenn Sie den anderen hier gratulieren? Wie sieht dann 25 aus? Also in 1-2 Jahren Hotels zu bauen, dauert ja auch immer ein bisschen. Deswegen werden wir in 1-2 Jahren jetzt nicht die ganze Welt schon erobert haben. Aber ich denke, dass wir in 1-2 Jahren, bis dahin werden wir schöne Häuser, glaube ich, in München, in Köln, in Düsseldorf, in Zürich eröffnet haben, in Paris. Und darüber hinaus eben Standorte, die eben auch ein Stückchen weiter weg sind. Vielleicht in Dubai, vielleicht in Melbourne, aber man weiß es nie so ganz genau. Wie entwickelt sich denn jetzt eigentlich die Hotellerie weiter? Werden wir mehr diese tollen Storytellings wie bei Ihnen erleben? Was denken Sie? Ich glaube, dass die Hotellerie sich durch viele, aus vielen Gründen verändern wird und verbessern wird. Ich glaube, dass jedes Hotel, das in Zukunft gebaut wird, mit viel mehr Anspruch noch gebaut wird. Ich vergleiche das immer gerne mit der Automobilindustrie. Wenn man sich den Golf von vor 40 Jahren anschaut, dann war das ein anderes Auto als das, was man sich heute anschaut. Und ich glaube, so verhält sich es auch ein bisschen mit der Hotellerie. Sie wird vielfältiger, sie wird individueller und sie wird professioneller. Jedes Haus von Ihnen ist eine ganz eigene Geschichte, ein eigenes Storytelling. Wie können Sie es eigentlich vermeiden, dass dann sich irgendwann mal so ein MeToo-Effekt doch einspielen könnte? Ich weiß es nicht, ob ich es überhaupt vermeiden kann. Das Einzige, was ich dazu beitragen kann und wir, mein Team, ich und alle, die daran mitwirken, ist, dass wir es besonders gut machen. Weil Storytelling kann oberflächlich sein und Storytelling kann auch in die Tiefe gehen und verbunden sein mit Seele, mit wirklich spürbaren Dingen. Man hat schon so viel Storytelling erlebt, dass eben am Ende des Tages doch nur an der Oberfläche bleibt. Und wir wollen tiefer einsteigen und ich hoffe, dass uns das weiterhin gelingt. Was wird denn die Digitalisierung da noch hoffentlich Gutes mit sich bringen, was denken Sie? Sicherlich die Art und Weise, wie Gäste zu uns kommen, wie Gäste sich im Haus auch bewegen und kommunizieren können, ganz bestimmt. Ich bin aber eigentlich eher der Freund des Analogisierens. Ich glaube, dass es auch eine Retro-Bewegung geben wird, hin dazu, dass Menschen nicht mehr so sehr digital unterwegs sind, sondern vielleicht eher analog. Und Hotels sind eigentlich die perfekte Basis für Analogie. Also wir wollen analoge Welten schaffen. 25 Hours ist jetzt schon so die Stilikone der Hotellerie. Wo inspirieren denn Sie sich eigentlich? Nach wie vor durch ganz viel Reisen, durch unterwegs sein, durch aber auch ganz kleine, einfache Gastronomien, aber auch viele Branchen, die nichts mit der Hotellerie zu tun haben. Kunst, Kultur, Bücher lesen, all diese Dinge, die meistens zu kurz kommen, weil keine Zeit da ist, aber da entstehen oft die besten Ideen oder bei einer schönen Wanderung in der Natur. Also 25 Hours ist jetzt Hotelier des Jahres. Was steht das eigentlich an? Feiern Sie das mit der gesamten Belegschaft? Ja, also heute gibt es noch eine kleine Fete. Wir sind ja hier in Berlin und wir haben hier eines unserer hervorragendsten Hotels mit der Monkey Bar und Neni. Und da habe ich heute Abend einen großen Tisch reserviert. Und da werden wir uns hoffentlich noch gleich sehen und Spaß haben.